Es ist Weihnachtssaison und mit Kindergutzeln, das macht man immer gerne, oder? Aber das Mal tun wir nicht ausstechen, sondern wir machen es ein bisschen anders. Das sieht jetzt ein bisschen aus wie Sand und als ob das nicht wirklich gut zusammenhalten. Aber vertraut mir einfach, jetzt müssen wir es ganz kurz von Hand ausknetten. Und aus diesem Teig machen wir jetzt zwei Guetzli. Für die eine Guetzli ist das eigentlich schon parat, da muss man nicht mehr machen. Aber für das zweite nehmen wir das jetzt schon wieder auseinander, tun das auf die Seite und da tun wir jetzt noch Schokolade rein. Und da innen kommt jetzt nur ein Müh Wasser rein. Nur ein bisschen. Jetzt tue ich das schön luftig zudecken. Einfach von Hand rasch abdrücken. So ist es einfacher, um danach ausrollen. Und jetzt kommt es in den Kühlschrank. Während das andere jetzt im Kühlschrank ist, machen wir die zweite Guetzli. Wir machen jetzt kleine, kleine Böllchen. Drücken wir mit dem Daumen ein bisschen rein, aber nicht ganz bis am Boden. Das kommt jetzt in den Kühlschrank und jetzt machen wir mit den anderen weiter. Jetzt machen wir das für 190 Grad, ca. für 10 Minuten in den Ofen. So einfach ist das, aus dem gleichen Teig zwei verschiedene Guetzli. Nächste Woche nicht vergessen einzuschalten, der Röbi zeigt euch auch ganz ein feines Guetzli, aber zuerst probieren wir die. Mega fein.